Na, meine Lieben, hier ist wieder euer Surchen. Geht's euch gut? Mir geht's richtig gut. Ich fahre morgen mit meinem Neffen zu meinem Vater. Wir fahren ins Weserbergland. Und zwar will mein Neffe in Hildesheim, weiß ich, ein Okular oder irgendwas abholen. Und da hat er gesagt, ich wollen wir nicht deinen Vater besuchen. Ja, mein Vater ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, steinalt, aber lebt noch. Ich bin ja auch schon ziemlich alt. Wie man sieht. Und da schlafen wir da eine Nacht. Seine Lebensgefährtin, die ist in Berlin, ja, weil die hat auch eine Mutter und die ist verstorben. Und da muss sie sich um alles kümmern. Die Beerdigung, die war schon. Und die muss da wohl noch Schriftkram erledigen. Naja, ich wollte das ja verbinden mit meinem Sohn, der aber in einem anderen Land lebt. Da wollte ich, dass der auch kommt, aber der kriegt das nicht hin, weil der ist sehr fleißig, der muss viel arbeiten und ja. Ach, Hähnchen, ich liebe Hähnchen. Ich bin ein Hähnchenfreak. Isst ihr auch gerne Hähnchen? Naja, ich esse nicht wie ein Schwein. Nee. Und schon ja nicht, wenn ihr mir dabei zuguckt. Ja. Und da verlassen wir um 8 Uhr, verlassen wir das Haus. Ich habe ja keinen Appetit richtig. Ich habe Reisefieber so ein bisschen. Ja. Ich wollte ja das Auto noch sauber machen. Muss ich mal gucken. Wäre sicher sinnvoll. Frische Dinge. Naja, so Hähnchenschnitzel, ne? Ja. Aus dem Tiefkühl.